Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Bräuchlich. Ich habe mich natürlich sehr gerne einladen lassen, weil ich war im Anschluss an die Pressekonferenz unseres Innovationsrats, der ja eingerichtet worden ist, vom Ministerpräsidenten für 3 Jahre gearbeitet hat und einen Blick nach vorne gewagt hat, wo wir hingehen wollen in den nächsten 10 oder 20 Jahren, und haben da auch eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Auch Minister Pfister war immer dabei. Und ich wollte es eigentlich vermeiden, aber es war nicht möglich. Ich wurde natürlich dann angesichts von Innovationen zu Stuttgart 21 gefragt, was meine Meinung sei. Und ich saß im Landtag und plötzlich kommt in mein Blickfeld ein Symbol von Stuttgart, unser Fernsehturm. Und da ist mir sofort eingefallen, dass andere an einem Symbol, das viel älter ist, zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand, der Bonatzbau ist. Man kann ja über Schönheit streiten, außerdem bleibt ja das meiste stehen. Und das mit der Zeit, die wir vielleicht für Stuttgart 21 brauchen, das ist auch relativ zu sehen jedenfalls. Der Bonatzbau hat auch gedauert von 1914 bis 22. Und notgedrungen, wir brauchen eine Stadt wie Stuttgart, brauchen neue Symbole. Und das Symbol dann der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts war selbstverständlich der Fernsehturm. Da gab es einen innovativen jungen Ingenieur und Professor, Fritz Leonhardt, der hat die modernsten methodischen Verfahren, solche Dinge berechnen zu können, so ein schlankes Gebilde, verbunden mit den modernsten Bautechniken, Spannbetonbauweise in die Höhe. Und natürlich gab es ja damals auch Einsprüche, wie man gehört hat. Die Stadt Stuttgart hat sich zurückgezogen, das haben Sie sicherlich hier schon mehrmals gehört, und wäre nicht der Süddeutsche Rundfunk gewesen, der festgehalten hat. Das heißt, wir brauchen dann auch andere Institutionen, die oftmals dann beharrlich sein müssen. Gäbe es den Fernsehturm nicht. Und selbstverständlich gab es Einsprüche, denn der wirft sicherlich hin und wieder einen Schatten, trotz seiner Schlankheit. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dort oben keine Bäume gefällt worden sind. Und trotzdem muss das Symbol eben des ausgehenden 20. Jahrhunderts abgelöst werden durch ein neues Gesicht einer modernen, innovativen Stadt. Und ich kenne kein besseres Projekt als Stuttgart 21. Ich möchte das auch ein bisschen begründen. Durch meine Erfahrung, meine Sichtweise, weniger weil ich den Überblick im Weltraum hatte, im Übrigen ist es im Weltraum sehr viel kälter. Auf der Schattenseite, Sie halten es nicht für möglich, wenn ich aussteigen würde, auf der Schattenseite minus 150 Grad und nur eine Schulterbreite entfernt plus 150 Grad. Das heißt 300 Grad, aber dank der modernen Technik, und die ist gar nicht so komplex, aber trotzdem modern, mit modernsten Werkstoffen, kann man die Temperatur so regulieren, man muss dann halt einen solchen Raumanzug anziehen. Und dann ist man nicht nur höher, hat einen besseren Überblick, sondern kann auch mit innovativen Verfahren mutig in die Zukunft schauen und das auf der ganzen Welt auf einmal. Diesen Blick haben natürlich Baumschützer nicht. Die haben einen begrenzten Horizont. Selbstverständlich, sowieso im Talkessel von Stuttgart. Und bei manchen schrumpft der Radius dieses Horizontes auf einen Punkt zurück. Und das nennen sie dann Standpunkt. Wir stehen vor einer gesellschaftlichen Entwicklung in der nächsten Zeit, die natürlich von Veränderungen geprägt ist. Und es hat kein anderer ausgedrückt, wenn wir über die Zukunft sprechen, als der bayerische Humorist Karl Valentin. Er hat gesagt, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie war. Jetzt überlegen Sie mal, das ist nicht negativ. Er hat ja nur gesagt, sie ist anders. Und sie muss anders werden.
dass wir nicht zurückbleiben. Denn wir stehen ja vor einer Reihe von globalen Veränderungen, die uns alle betreffen. Wir haben eine Digitalisierung der Prozesse, die Digitalisierung von Dienstleistungen. Dann, wir haben neue Arbeitsprozesse, die wir benötigen, um Wohlstand und Wachstum weiterhin zu haben. Wir stehen in einem verstärkten demografischen Wandel und vor allem im Wettbewerb um Ressourcen und um Talente. Und wir müssen eben uns dann, und das ist ja eben auch die Chance für die Zukunft, aber auch die Chance für die Konkurrenz, und wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen. Außerdem, und ist das sehr wichtig, und das sollten wir auch immer wieder betonen, beim Projekt Stuttgart 21, wir haben eine gestiegene ökologische Sensibilität in der Gesellschaft, und die verlangt natürlich auch nach neuen Antworten auf die Frage, wie wir in der Zukunft Nachhaltigkeit und ökonomischen Erfolg zusammenbringen. Das geht aber nicht mit den Methoden von gestern oder von vorgestern. Und wir haben uns zum Beispiel im Innovationsrat dazu auch Gedanken gemacht und eben festgestellt, dass wir bei dem, was wir als Innovation oder Innovationsprozess bezeichnen, dass wir da eigentlich bei den meisten Faktoren exzellent dastehen. Allerdings nicht bei einem Punkt, auf den ich gleich zu sprechen komme. Erstens mal, um eine Innovation voranzutreiben, um modern zu sein, um der Zukunft mutig ins Auge zu blicken, braucht eine Region neue Erkenntnisse. Und die gibt es natürlich nur durch Wissenschaft und Forschung. Und da sind wir sehr gut aufgestellt. 4,5% unserer Wirtschaftsleistung im Land gehen direkt in Forschung und Entwicklung. Es gibt nirgends auf der Welt, das so konzentriert und vergleichbar in diesen Zahlen ist. Zweitens, gibt es in einer innovativen Region Erfindungen, also Menschen, die neue Erkenntnisse umsetzen können und zum Beispiel auch Patente anmelden. Auch da sind wir absolut führend in Deutschland. Man muss sich das mal vorstellen, 2 Bürger pro Jahr von 1000 Bürgern melden Erfindungen an, melden Patente an. Ich kenne keine andere Region, wo das so groß ist. Und das geschieht natürlich an den Forschungsstellen, das geschieht vor allem bei uns, bei der Industrie. Im Übrigen 80% der Forschungsleistung bei uns im Land kommt von der Industrie. Deswegen hat sie auch den Anspruch, dass wir moderne Infrastrukturen haben, dass wir eben Standortfaktoren haben, die uns eben den Vorzug geben, wenn jemand, der gerade von der Universität kommt, sich entscheiden muss, wo er denn hingeht. 2 weitere Einflussgrößen in der Region kommen hinzu. Qualifizierte Menschen und Motivation. Mit der Qualifizierung haben wir auch kein Problem. Wir haben eine starke duale Ausbildung. Wir haben Fachkräfte, obwohl da müssen wir aufpassen, dass der Mangel nicht zu groß wird. Aber mit der Motivation tun sich manche bei uns in der Gesellschaft schwer, eben das Neue zu akzeptieren. Dabei muss man natürlich wissen, wenn man etwas Neues baut, so wie Stuttgart 21, da muss man auch Risiken eingehen. Und alles, was neu ist, muss natürlich besser sein als das Alte. Das Typische am Innovationsprozess ist, dass das Alte eben verdrängt werden muss im Kampf durch das Neue. Und deswegen ist es auch völlig natürlich, dass es Hemmnisse gibt oder Widersprüche. Das ist so, wie wenn Sie jetzt bei dem Wetter heute mit dem Auto fahren, da sind Sie dankbar, dass Ihr Auto etwas Reibung noch hat auf der glatten Straße. Gäbe es diese Reibung, diese Hindernisse nicht, dann würde man da halt immer geradeaus fahren, wenn man es gerade nicht will. Das heißt, bei der Innovation, man kann dem Neuen auch nicht immer sofort nachgehen. Das muss einfach deutlich besser sein und das beantwortet der Markt. Und nur so kann man diese Dinge dann auch umsetzen. Schließlich brauchen wir natürlich auch eine Regierung oder eine Gesellschaft allgemein, die, wenn mal etwas als gut erkannt worden ist, daran festhält und das durchsetzt. Und Engagement durch uns unterstützt, dann auch zum Ziel führen. Jedenfalls
Die Metropolregion Stuttgart besitzt herausragende Forschungs- und Bildungseinrichtungen. Und wir stehen auf vielen der genannten Gebiete, die eben mit Innovation, mit Fortschritt zu tun haben, ganz weit vorne. Es sind unsere Professoren und auch deren Absolventen, insbesondere auch Architekten und Ingenieure, die bauen die höchsten Hochhäuser weltweit, bohren die tiefsten Schächte und die längsten Tunnels. Sie bauen Flughäfen oder Zeltstädte an den problematischen Stellen in der Welt. Oder in meinem Bereich haben nützliche Weltraumanwendungen vom All in den Alltag ersonnen, damit wir mehr über das Klima und andere Dinge nun besser erfassen und auch diesbezüglich Ökologie und Ökonomie in Übereinstimmung bringen. Nun, zusammen mit innovativen Firmen entwickeln diese Ingenieure mit modernsten Methoden der Ingenieurtechnik und Maschinen